In steter Gefahr zwischen allen Fronten dokumentiert Fotograf Michael von Grafenried die Folgen des Terrors in Algerien. Kultur ist, wenn man genauer hinschaut. Willkommen bei Next. Mit barbarischen Mitteln kämpfen in Algerien militante Islamisten für einen Gottesstaat. Doch auch die herrschenden Militärs treten die Menschenrechte mit Füßen. Zielscheiben der Gewalt sind auch Medienschaffende, die wissen wollen, wer für das Blutvergießen verantwortlich ist. Einer der wenigen, die die Zustände in Algerien regelmäßig dokumentieren, ist der Berner Fotograf Michael von Grafenried. Cornelia Strasser. In der Kasbah, der Altstadt von Algier, kennt er sich aus. Der Berner Fotograf Michael von Grafenried. Seit 1991 hat er Algerien 10-mal besucht. Um den Hals gehängt, seine Panoramakamera. Damit kann er fotografieren, ohne durch den Sucher schauen zu müssen. Im Islam ist das Abbilden von Menschen verpönt. Und Algerien war nie ein Tourismusland. Für die Menschen hier ist es befremdend, wenn jemand Alltagssituationen fotografieren will. Das Freitagsgebet vor der Moschee von Kuba, einem Vorort der Hauptstadt. Mütter mit Porträts ihrer verschwundenen Söhne. Nach einem Attentat auf die Wohnblöcke der Polizeiangehörigen. Ein algerisches Paar. Die Machtverhältnisse werden offensichtlich. Paris, Wahlheimat von Michael von Grafenried. Bei Dreharbeiten im multikulturellen Quartier Barbès Rochechouart werden wir von zwei Algeriern angesprochen. Natürlich interessieren sie sich für Grafenrieds Algerienbuch. Die Fotos sind treffend. Sie repräsentieren Algerien. Wir hoffen auf Frieden zu Hause in Algerien. Es braucht Mut, dorthin zu reisen. Vor allem für einen Ausländer. Solche Fotos sind wichtig, aber normalerweise, ich weiß nicht. Die politische Situation ist sehr schwierig. Als Fotograf bewegt sich von Grafenried zwischen zwei sich erbittert bekämpfenden Lagern. Einerseits die militanten Islamisten, andererseits die Polizei als Vertreterin des Regimes, dessen Politik heißt Eradication, Ausrottung der Islamisten. In Algerien gehört der Terror zum Alltag. Niemand weiß, wer der Feind ist. Jeder misstraut jedem. Weil sie einst in Afghanistan gekämpft haben, werden die extremen Islamisten Afghanen genannt. Wer für solche Aufnahmen Risiken eingeht, muss genau wissen, was er tut. Ich gehe nicht ertappen und spiele den Fotoreporter, sondern ich gehe ertappen als Michael, als Freunde von meinen Freunden. Und ich gehe diskret runter. Ich habe keine Fotoausrüstung, die 20 Kilo wiegt, sondern ich habe eine kleine Kamera und die habe ich in meinem Bananentäschchen. Im Rahmen des prestigeträchtigen Mois de la Photo in Paris ist nun das Resultat von 8 Jahren Arbeit zu sehen. Großformatige Schwarz-Weiß-Fotografien aufgrund der Aufnahmetechnik mehrheitlich im Panoramaformat. Ein Überbleibsel aus der französischen Kolonialherrschaft. Die Baguette. Der Brotpreis hat sich seit 1991 verzehnfacht. Von Antiterroreinheiten der Gendarmerie zerstört. 4 ins Haus geflüchtete Islamisten wurden getötet. Das Massaker an ihrer Familie überlebte dieses Mädchen, weil ihr Großvater mit durchgeschnittener Kehle auf sie gefallen war. So hielt man auch sie für tot. Ich kann selber natürlich nicht viel beitragen. Was ich beitragen kann, ist einfach, das Tagebuch zu führen und probieren, ein bisschen zu erklären, was darunter geht. Und ein bisschen Verständnis zu schaffen, dass nicht alle Algerier plötzlich Terroristen sind und die Klischee probieren aufzuweichen, die
durch die Medien transportiert werden. Es ist wieder 20 Tote dort, dort wieder eine Bombe. Und man hört immer nur das und man vergisst, dass da Leute hinter dran stehen. Von Graffenrieds Lebenspartnerin besitzt eine Fotogalerie. Hier spielt sich zu einem guten Teil das Familienleben ab. Und hier fand auch die Vorvernissage der Algerien-Ausstellung statt. Vor allem ein Besucher wurde auf dem Erinnerungsvideo verewigt. Henri Cartier-Bresson, der Doyen der Reportagefotografie. Wohl selten hat von Graffenried so stolz eine Widmung geschrieben. Michael von Graffenrieds Fotoband Algerien, der unheimliche Krieg, ist im Bentley Verlag erschienen. Die Ausstellung im Pariser Parc de la Villette dauert noch bis am 31. Januar.